Hallöchen, wir basteln heute mal eine kleine Box und eine Karte. Die Box ist diese hier von GM Creation da, die ich mir da ausgesucht habe, diese Stanze. Und ich möchte verpacken ein kleines Osterei und habe das deswegen so ein bisschen anders ausgestanzt. Und dann machen wir dazu passend noch eine Karte. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Kartenaufleger. Ich habe hier mir selber einen gemacht. Den habe ich auch embossed. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Dann habe ich mir natürlich die Teile hier ausgestanzt mit der Stanze. So, und zwar ist es ja so, ihr müsst immer zweimal dieses Schachtelteil ausstanzen und einmal, das ist ja dieses Innenteil, wo normalerweise so ein Kreis drin ist, also so wie bei der Box hier. Aber ich wollte ja ein Ei verpacken und das ist ja oval, dabei habe ich festgestellt, also das Ei wird es hier sein, ja. Dabei habe ich festgestellt, dass ich ja keine Ovalstanzen habe, haha, habe mir dann halt mit der hier beholfen. Und wie gesagt, meine Idee war dann, dass das hier so dann in der Box liegt. Also anstatt dem Kreis habe ich mir halt einfach so ein Rechteck ausgeschnitten. Am besten wäre natürlich ein Oval. Gut, also wie gesagt, das so. Dann habe ich, also ich zeige euch mal, was ich gebraucht habe. Ich habe diese Stanzen verwendet von GM Creation und genauso die Stempel, weil ja das meine einzigen Osterstempel sind. Ich habe mir auch das Häschen hier koloriert mit den Aquamarkern von Action. Also ihr wisst ja, ich bin kein Kolorationsprofi und die Aquamarker von Action, die macht man sich am besten auf die Glasplatte und verdünnt die mit Wasser und Pinsel. So habe ich das gemacht. Ich meine, ich weiß, ich bin nicht so der Profi, aber ich finde eigentlich, ist es dann süß geworden und rosa und grau geht ja immer. Auf jeden Fall, das soll dann nachher hier oben so auf meine Box rauf. So, und dann für die Karte, nee, machen wir erstmal die Box. Also für die Box, wie man die zusammenklebt, das wollte ich jetzt hier nicht mit euch zusammen machen, denn die Jutta hat ein super Video dazu gemacht. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal extra mit euch zusammenbauen, weil mit Box und Karte und Deko haben wir ja schon lange noch Video. Also das Video verlinke ich euch unten von der Jutta, genauso auch wie ihr zu dem Shop kommt, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Nicht die, sondern die Schachtel und die Stempel. Dann habe ich mir, wie gesagt, die Sprüche, also ich verwende diese beiden. Ein kleiner Gruß und frohe Ostern. Dann habe ich mir noch gedacht, eigentlich ist ja bei der Stanze zur Verzierung das hier dabei. Also diese Teil. Und das ist das hier. Das habe ich jetzt mal weggelassen und wollte das. Also ich habe hier so eine Stanze von Amazon, da ist Gras dabei. Die Jutta hat in ihrem Shop auch Gras, das habe ich mir aber nicht bestellt. Ich habe auch sonst keins. Und ich dachte halt, es wäre ganz nett, wenn das Ei im Gras liegt. Und anstatt von Ayuta dieses Element zu nehmen, werde ich jetzt versuchen, also ihr werdet ja sehen, ob es klappt, das Gras halt hier reinzumachen, sodass dann hier so Gras rausguckt. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. Dann habe ich natürlich Designpapierstreifen mir zugeschnitten für diese ganzen Kanten hier. Die sind, wartet mal, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, die sind, also ihr braucht 8 Streifen mit Designpapier eurer Wahl, die sind 6,3 x 2 cm. Dann, wie gesagt, 5 von diesen Gräsern habe ich, weil eine ist noch auf meiner Karte, die dazu passen soll. Dann habe ich noch diese Ecken, will ich mal probieren, die dazu gehören, 4 so Ecken und das Schloss, was eben auch zu der Box gehört. Und dann habe ich hier noch so ein paar Häschen in Gold und in Kraft. Da schaue ich mal. Die kommen dann aber eher auf die Karte, weil auf meine Box kommt ja das Häschen von der Jutta. Ja, jetzt würde ich mal sagen, ich baue erstmal die Schachtel zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder für die Deko. So, ihr Schnuckis, jetzt habe ich das doch ohne euch gemacht irgendwie, weil, naja, das war halt schon ganz schön fummelig. Aber ich finde, das sieht echt mega geil aus. Also ich finde das toll. Ich habe hier natürlich das so rumgeklebt. Man könnte natürlich, dann würden die Dinger auch wahrscheinlich nicht so verbiegen, die gleichen nochmal gegen, also dagegen kleben, dass das hier innen drin nicht weiß ist, aber da ja mein Ding hier auch weiß ist, ist das ja nicht so das Problem. Also ich wollte hier nochmal zeigen, die Jutta in dem Video, die zeigt das ja auch so, dass man dieses Innenteil, wo jetzt halt als Halterung für mein Ei dient oder für die Teelicht, das soll man ja abschneiden. Hier hat eine richtige geklebt, auch schön. Und zwar um die Hälfte habe ich das einfach reduziert. Also ich habe es jetzt auf mein Ei angepasst. Müsste halt gucken beim Teelicht.
weil ich glaube, ich habe das, also hier habe ich das auch natürlich abgeschnitten, weil sonst rutscht das Teelicht oder was auch immer ihr habt durch. Ich zeige das hier gleich nochmal mit dem anderen. So, jetzt bringe ich das mir auf jeden Fall hier erstmal noch an. Das wollte ich mit euch zusammen wenigstens machen, damit ihr seht, dass ich das auch wirklich selbst gemacht habe. Das wird jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen fummelig wegen meinem Gras. Aber ich mache jetzt einfach, natürlich aufpassen, dass es jetzt richtig rum ist. Ich fange jetzt einfach hier vorne an und drücke das so an und drücke das dann runter. Und dann drücke ich das noch so hier schön an der Seite. So. Ich meine, das würde auch so halten. Man muss das wahrscheinlich ja nicht festkleben, aber ich mache es jetzt hier halt mal. Und dann habe ich mir halt überlegt, kommt ja noch mein Eichen hier ran. Ich muss jetzt erstmal festkleben. Und wenn ich das Ei jetzt, naja, wie gesagt, also an eurer Stelle, wenn ich eine Ovalstanze hätte, würde ich ein Oval ausstanzen, was ungefähr ein bisschen kleiner ist als das Osterei. Bei mir rutscht das ja trotzdem so ein bisschen durch. Aber dafür habe ich ja was gebastelt. Jetzt fällt mir aber gerade ein, möchte ich noch hier rüber so einen Spruch machen, den habe ich hier geschnitten und dafür muss ich mir das erstmal hier nochmal abschneiden ein bisschen. Und auch noch mal ein bisschen Kleber anbringen und schnell noch zwischen Wand und Halterung hier stopfen. Sonst wird es nachher ein bisschen enger, wenn es schon geklebt ist. So, sieht doch schön aus, finde ich. Und jetzt habe ich mir hier einfach, also das, was ich da ausgestanzt hat, habe ich halt mehrfach gefalzt und habe hier noch mal so ein Knubbelchen drin gemacht. Das klebe ich jetzt einfach unten dahin in der Hoffnung, dass dadurch mein Eichen so ein bisschen nach oben hier blobt wird, sag ich mal. Und halt nicht da so platt rumliegt. So, jetzt muss das natürlich erstmal trocknen. Also so, naja, bei mir ist jetzt hier so die Hälfte, müsste halt an das Ei anpassen. So, derweil können wir jetzt nochmal die Box schließen. Also drückt das nochmal schön an. Ist natürlich ein bisschen frickelig, aber wie gesagt, ihr verschenkt das und dann wird das weggeschmissen. Ich finde es aber toll. So, und jetzt hier nochmal über die Deko ein bisschen gesprochen. Also ist ja klar, mein kleines Täschen. Und das Geile ist ja, ich habe ja keine Ovalstanz und ich habe auch keine Ostereier. Aber in dem Set, also ich muss ja auch irgendwie, in Kreis habe ich schon verbummelt, weil das Set besteht ja hier auch aus diesem Schloss. Und dazu passend zum Ausstanzen ist das Ding hier. Und das sind doch geile Ostereier. Das sind nämlich meine Ostereier. Habe ich gleich umfunktioniert. So, und dann haben wir jetzt hier noch das Schloss. Übrigens, die Ecken finde ich wunderschön. Aber wie gesagt, ich habe das ohne euch mit Absicht gemacht. Weil, oh, das war ein Elend, die Fummel. Und die liebe Jutta, die hattet ja schön mit so Magneten befestigt. Ich bin ja da immer zu geizig. Ich klebe das jetzt hier einfach fest. Und ihr seht ja, dass die, na, vielleicht auch noch mittig, ihr seht ja, dass das auch so zuhält. Da muss ich jetzt keinen Magneten anbringen, beziehungsweise damit das wirklich zuhält, werde ich später noch, wie immer, hier hinten ein Tombow anbringen und der klebt ja so, also und den trocknen lassen, dann ist der ja so ein bisschen sticky und dann hält das auch. So, schauen wir mal, ob das jetzt trocken ist da. Jo. Oh, jetzt dreht sich das blöde Ding hier, wa? Ich will einfach nicht so, wie ich es will. So, tada, fertig. Genauso gut geht auch natürlich ein kleiner Osterhase, habe ich noch gesehen. Und nochmal so als Idee, ich habe noch dieses Schaf hier. Also wenn man das weglässt und auch den Deckel, dann könnte man das Schaf ja auch ganz schön geil in, auch darin stecken. In meine Haltung und auch schön in die Wiese stellen. Also man kann ja auch nur das Unterteil verwenden zum Beispiel. Und da noch ein Henkelchen ran machen. Jo, also vielleicht mag ich das auch nochmal. Aber erstmal bin ich jetzt so zufrieden. Vielleicht klebe ich das Osterei einfach fest. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn.
Meine Schachtel ist fertig. Ist das nicht süß, das Häschen? Ich meine, ich finde es geil. Also der Spruch für dich, den habe ich natürlich noch aus meinem Bestand genommen. So, also Schachtel fertig. Kommen wir mal zur Karte. Die ist ja auch soweit schon vorbereitet. Also hier mein, ist hier Flüsterweiß, habe ich noch massenhaft übrig. Den habe ich einfach geprägt mit einem Prägefolder von Action. So ein 15×15, also einfach so Pünktchen. Dann habe ich, wie gesagt, diese Stanze, die ist von Amazon. Die war, glaube ich, auch nicht teuer. Wenn ich es finde, kann ich es ja mal verlinken. Ist einfach ein schönes Osterei und die Gräser und die Häschen habe ich mir einfach ausgestanzt. Die Häschen auch wieder in demselben Gold, wie die Schlösser und so sind. Und auch mit dem gleichen Papier. Jetzt habe ich mir, dann habe ich das hier oben schon in der Mitte gelocht. Da möchte ich mir ein bisschen Band durchfädeln. Ich habe hier so ein rosanes Glitzerband. Nehme ich mal doppelt, damit man das überhaupt sieht. Und dann habe ich hier schon mir meine Glitzerfarbe von Action aktiviert und will noch ein bisschen den Hintergrund verschönern. Wartet mal. Ach doch, nee, ist richtig. Das sieht nicht so, naja, das sieht ja sehr hart aus, die Übergänge. Zum So, warte mal, erstmal hier ein bisschen fummeln. Hoffentlich bin ich nicht aus dem Bild. So, jetzt überlege ich gerade, wenn wir eine Schleife machen oder... Nö, das wird einfach so, wa? Also mein Plan ist, wie gesagt, ich mache hier erstmal noch das Gras an. Also ich finde das echt simpel mit der Stanze. Also wer eine Stanzmaschine hat, wer jetzt keine hat, der kann ja einfach nur ein paar Sprenkel aufbringen und nochmal irgendwie Hasen oder was ihr so habt anstempeln, kolorieren und ausstanzen. So, und dann kommt das hier so hin. Warte mal so, die kleinen Häschen. Und dann später mein Spruch auch aus dem Stempelset. Sollte dann hier so hin, aber jetzt möchte ich noch ein bisschen Pinsel bräuchten. So, also ich habe hier einen Pinsel und hier schön, mir wurde mal gesagt, das muss so ein bisschen breiig aussehen. Das legen wir mal weg. Überhaupt alles. Dann ist die aktiviert. Und dann versuche ich hier mal so ein bisschen zu klecksen. So, das reicht mir jetzt erstmal von der Farbe. So, dann habe ich das ein bisschen geföhnt und habe mir hier die hellere Farbe nochmal aktiviert. Und versucht da auch nochmal ein paar Tröpfchen aufzubringen. Mal gucken. Ich meine, wir haben ja zwar schon die generell Pünktchen, aber ich finde es einfach ein bisschen spannender. So, wenn da noch ein bisschen was hinten ist. Irgendwie. Die sind ja so fein hier. Also die sind ja so zart rosa, dass wir die dann auch so versuchen, überall hinzusprenkeln. Ja, die sind jetzt auch schon überall. Jo, finde ich gut. Werde ich jetzt mal... Ich weiß ja nicht, ob man das gut sieht. Also auf jeden Fall ist es glitzerig. Also hier ist so konzentrierter und hier sind nur so ganz feine, kleine. Dann natürlich schön sauber machen hier. Sonst haben wir das alles hinten auf der Karte. Und dann föhne ich das gerade nochmal. Wir sind geföhnt, also vielmehr mein Hintergrund. Jetzt kommen mal die Häschen hier dran. Oh, einmal. Und der andere, die sind ja so ausgerichtet zueinander. So. Und dann habe ich mir meinen Schriftzug, ich weiß nicht, ich bin heute so nach, mir ist heute so nach Dimension. Und jetzt gucke ich mal, dass ich mir den erstmal hier so rauflege und so ungefähr gucke, wo mein,
Meint der Menschen, der denn hin soll? Der Menschen, der sagt jetzt auch schon, war zu viel Stampin' Up Videos geguckt, zeig euch. Und den klebe ich mir hier auf. Und den anderen, der ist noch zu weit weg, meiner Meinung nach. Ich werde die einfach hier rauf kleben und dann, ja, ich klebe die hier rauf, wo meine Häschen sind, und dann schneide ich einfach den Überstand ab. Dafür werde ich jetzt aber noch mal ein bisschen Kleber aufbringen, weil damit das vernünftig hält. Dann so, heute mal ein bisschen aufwendige Sachen, seid ihr ja nicht gewöhnt von mir. Wobei es jetzt auch nicht schwer ist, sondern einfach nur viele Teile so halt, ne? So, jetzt möchte ich das eine Weile festhalten, ne? Bis das mal halt vielleicht ploppt mir das wahrscheinlich wieder ab. So, schön hier so mit der Umrandung abschnibbeln. Natürlich ein bisschen ungünstig. Naja. Wenn man das verschickt, war. Aber ich finde das schön. So. Aber es ist ein bisschen hoch, war. Wenn es mal verschickt. Und die Dimensionals. Da stecke ich noch ein bisschen her. Reicht ja eigentlich auch eher. Ja. Und dann gucke ich mal, dass ich es noch ein bisschen flacher mache. So. Das ist wieder eine Fummelei, wa? Schnuckis, aber das hält dann. Schneide ich das nochmal ab. Ist besser, ist nicht ganz so hoch. Müsst ihr halt sehen, ihr könnt es ja auch einfach flach aufkleben. Also nicht flach, sondern ohne Wölbung. Einfach nur gerade mit Dimensionals. Aber ich finde es schön so. Jetzt kommt noch unser Eischen drauf. Das mache ich mal mit Klebeband. Das geht schneller. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fertig. Glaube ich. Mal gucken gleich. Hier ist noch ein bisschen Rand. Ach nee, das ist. Oh shit. Doch, Bär. So, und schräg oder gerade? Bisschen links hier, wa? So. Das schnibbeln wir hier auch nochmal ab. Und der ganze Müll aus dem Bild. Und dann haben wir hier unser Set fertig. Jo, ich hoffe, ihr hattet Spaß in meinem Video. Wie gesagt, die Materialien von GM Creation verlinke ich unten. Und ja, dann schreibt mir mal, wie euch das gefallen hat, ob ihr auch so ähnliche Karten oder Materialien habt. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!